Ängste vor einer Verschärfung der europäischen Staatsschuldenkrise wurden im Verlauf dieser Börsenwoche mehr und mehr beiseite geschoben. Und das hatte auch seine Gründe. Das von den Sorgen der Börsianer besonders geplagte Spanien hat nämlich neue Staatsanleihen begeben. Und diese sind am Markt sehr, sehr gut angekommen. Das war also die erste große Erleichterung. Außerdem hat sich der Wirtschaftsminister Spaniens zu Wort gemeldet und gesagt, die spanischen Banken müssten nicht unter den Euro-Rettungsschirm EFSF schlüpfen. Zudem sagte er, dass die Angst vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise in seinem Land unbegründet sei. Spanien werde die Budgetziele bis zum Jahr 2013 erreichen. Außerdem sei die Regierung entschlossen, den Haushalt zu sanieren und Strukturreformen durchzusetzen. Man habe bisher nur versäumt, dies der Öffentlichkeit so klar und deutlich mitzuteilen. Dennoch zeigten sich die Börsianer davon erst einmal beruhigt. Dazu kamen auch noch sehr, sehr gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Zum einen der ZEW-Konjunkturindex des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Das ist eine Umfrage unter 300 Börsianern. Und dieser ist zum fünften Mal in Folge gestiegen. Der IFO-Geschäftsklimaindex, eine Umfrage unter 6.000 Unternehmern in Deutschland, der stieg zum sechsten Mal in Folge an. Die Stimmung scheint sich also, was Deutschland angeht zumindest, weiter kontinuierlich zu verbessern. Wir wollen aber auch noch mal auf den DAX selber schauen. Der lag zum Ende der Woche bei 6.750 Punkten. Der Euro notierte im Bereich von 1,32 $. Schauen wir noch mal auf einen Einzelwert, wenigstens auf Daimler. Hier gab es nämlich unangenehme Gerüchte, dass das Emirat Abu Dhabi mit seinem Staatsfonds aber möglicherweise einen Rückzug aus Daimler plane. Die Daimler-Aktie fiel von 42,65 Euro im Hoch bis auf 40,53 Euro. Zum Schluss der Woche beruhigte es sich wieder. Der Kurs lag hier bei 41,28 €.